Was geht, ihr Spasten? ich bin Illafresh von Daedalus. Seb Zero von Daedalus. Und heute wieder ein Vlog, weil wir ein größeres Projekt jetzt in the making haben, so wie das erste Video. Und es braucht ein bisschen mehr Zeit, deswegen haben wir uns gedacht, machen wir wenigstens irgendwas, damit was hochgeladen wird. Ne? Also, here goes! Was ist Substanz? Und die Antwort war... Hallo, Seb Zero von der Daedalus Crew. Und ja, wir gehen jetzt spazieren, weil wir das schöne Wetter ausnutzen wollen und den Sonnenuntergang filmen. Hahaha. So, Mary. Ja, was geht? Erstes Mal bei Daedalus dabei. Ja. Wie geht's dir? Ja, mir geht's voll gut. Die liebe Mary, die ist unsere momentan noch nicht offizielle Fotografin. Der Date ist cool. Ihr habt nichts zu tun. Ja. Wunderschön, wunderschön. Ich hasse schöne Szenarien. Da vorne ist alles ziemlich frei. Ja. Also nichts und so. Modus. Wir sind alle im Modus. Ja. Im Modus. In alter, old-fashioned Daedalus-Manier mache ich jetzt irgendwas saudämliches. Weißt du, was ich machen könnte? Ich könnte nochmal einen Wallflip von dem Baum machen. Na. Nicht gut? Der ist nicht gut angekommen. Dann mache ich einen Gainer. Lass mich drauf! Wart kurz! Droppen in 2000 droppen wir das heißeste Hip-Hop-Album. Das nennen wir dann die Chronic 5. Oder 6. Auf Kassette und MP3 erhältlich. Ja. Alter, Kassetten wären mega. Kleiner Teaser. Das wurde jetzt nie erwähnt, weil wir das nie released haben, aber ich bin tatsächlich nicht nur Volltrottel vom Dienst, sondern ich bin Rapper. Keys for Max, dort den Whisky Crates. Dam di dam, motherfucker, you get fucked 50 shades. Der war wack. Und ich werde jetzt demnächst mal was raushauen, via Daedalus. Und dann kommt Musikvideo und voller Stream auf Spotify und YouTube und Soundcloud und MP3 Download und Amazon und iTunes. Ja, cool, gehen wir weiter. Ja. Ja, schau, da hat der CEO mal wieder eine bahnbrechende Idee gehabt, die einfach der Firma zugute kommt. Man könnte fast sagen, er heißt Seb CEO. Halt dein Maul. Ja, ich weiß, ich sag boah, ey. Der war wack. So, das ist die Essenz von Daedalus. Darauf kommt es an im Endeffekt. Real Talk. Leute sind es nicht gewohnt, dass man so absolut selbstbewusst einfach irgendwo hingeht und Scheiße macht und nicht darauf achtet, wie man rüberkommt, nicht darauf achtet, wie man gauschen. Podcast to go. Geil, oder? Ja. Seid ihr Daedalus-Fans? Kennt ihr Daedalus? Nicht? Solltet ihr kennen. Ist cool. Ist wirklich cool. Ist ein YouTube-Kanal. Daedalus Crew müsst ihr eingeben und schauen. Geil! Ja? Erster Fan, schau. Schönen Abend! Ich mach Fotos, nimm die Kamera. Hallo, wieder Seb Zero von Daedalus da. Ein Crewmitglied hat offiziell die Crew verlassen. Weil die Marie macht lieber Fotos vom Sonnenuntergang als von mir. Weil ihr substanzlos und wack ist, scheiße und sonst will Geld machen. Grüß dich, Mary! Boy, der Himmel ist wunderschön. Gell? Voll. Guck, wie hübsch der Himmel ist!
Scheiße, ich will schon sterben. Da kommt jemand ganz langsam hinter dir und schaut uns komisch an. Wer sind diese Leute? Fremdschinder. Ist mir Wayne. Da waren wir beim vorigen Thema zwecks einfach mal drauf scheißen, was die Leute von einem denken. Ja, du musst aber denken, wir haben ungefähr 10 YouTuber, die irgendwie ein bisschen was zusammenbringen. Und ich meine, wir reden jetzt nicht von Chaos Freak, weil wir reden von gutem Material und nicht irgendein Scheiß wie zum Beispiel Chaos Freak. Oder Katja. Ja, ich meine, das mit der Katja, das musst du merken. Ich persönlich finde, das ist ein Scheiß-Content, aber ich finde es witzig. Wenn ich mich besser fühlen würde, dann schaue ich sowas an. Keine Ahnung. Scheiße, ich bin nicht unter Druck. Du darfst dich nicht unter Druck fühlen, das ist das YouTuber Live. YouTuber-Live macht man einfach. Sebastian, mach was Saudummes. Er telefoniert, okay, er ist befreit. Ich mach einfach was Saudummes. Okay, was willst denn du machen? Keine Ahnung, irgendwas Saudummes halt. Ich mach jetzt voll den dramatischen Shot. Oh mein Gott. Ja, noch einmal. War nicht im Fokus. Der Fusche. Basti? Ja. Krass, was saudummes. Wir dabben nicht mehr so übrigens. Wir dabben jetzt so. Motherfucker, das geht. Ich blende hier jetzt kurz einen Ausschnitt ein von dem lieben Herrn Logic und Neil deGrasse Tyson. Ja, also wissenschaftlich gesehen der coolste Mensch der Erde ist. Zumindest das Interview ist der Hammer. Hier, Ausschnitt. And then there's the dab. We dabbed once. Yeah, but you know what? Sometimes now we're in an era of the dab. Instead of the whole, oh, and then it became the, oh, and then it was this and that. And now you can just be like, swag. Weißt du was, ich verlinke sogar unten, weil das ist wirklich ein cooles Video. Schaut's euch an. Große Empfehlung. Leute, ein bisschen näher aneinander gehen, damit ihr euch beide im Bild habt. Dankeschön. Super. Die Kuscheln. Ja. Ich glaube, wir sollten eigentlich schon weltberühmt sein. Wo sind unsere Bitches? Ich bin die Bitches. Anstatt wirklich jetzt erfolgreich zu werden, vielleicht haben wir einfach die Marie bekommen. Nach zwei Wochen. Weißt du? Ein Haufen geile ich Bitches oder Marie. Ein Segen! Das ist eine fucking coole Area zum Picks machen. Ja, das ist privat von uns, das ist super. So, also wir hier von Daedalus. Wir respektieren die Privatsphäre trotzdem noch ein wenig. Ja, weil Band und so. Ja. Wir wollen dann nicht irgendwo coole Fotos machen, wo es echt cool ausschauen wird. Da holen wir uns vorher eine Genehmigung. Weil das ist einfach, das ist ein Busch. Scheiße. Da ist ein Busch, ne? Da ist ein Busch. Oh, Titel, Alter. Wir werden schon wieder blöd angeschaut. Nils oh hat Gott, eine hässliche Hose an. Aber die Flex ist die Flex-Shoes. Das sind nämlich die Nike. Ist das Echo gehört? Voll schön. Flex! Na, es gibt Leute, die auf dieser Welt einfach da sind, um famous zu werden, so wie wir zwei. Und es gibt Leute, die es peinlich finden. Und ja. Der Sebastian ist beides. Aber eigentlich same. Ich könnte jetzt eigentlich nicht hier so, what's up you guys? Keine Ahnung, könnte ich das nicht jetzt nicht. Man merkt richtig, wie wenig ich mich wohlfühle, wenn der Sebastian nicht dabei ist. Wenn der Sebastian dabei ist, mache ich jegliche Scheiße. Wir bestärken uns einfach nur in unserer Ideologie, die wir führen. Und somit ist es einfacher für einen von uns, wenn der Zweite dabei ist. Weil wir, wenn wir Erfolg haben, zusammen Erfolg haben wollen. Und deshalb, das muss man auch wirklich dazu erwähnen. Natürlich wird es Videos geben, wo nur er dabei ist oder wo nur ich im Vordergrund stehe. Aber im Endeffekt sind diese Videos wir beide. Es wird nichts hochgeladen, wo nicht der andere zumindest abgesegnet hat. Also, ich finde das eine ganz coole Lösung eigentlich. Yeah! Wow!